Herzlich willkommen, liebe Patientinnen, Patienten, liebe Angehörige und liebe Interessierte. Vor wenigen Tagen ist der amerikanische Ash-Kongress beendet worden. Das ist der größte Kongress in den USA oder auf dem amerikanischen Kongress, äh, auf dem amerikanischen Kontinent äh, zum Thema hämatologische Erkrankungen. Ähm, wir möchten heute die ein paar Highlights vorstellen, ein paar Studien, ein paar Erkenntnisse, die dort präsentiert wurden zum Thema Myelodysplastisches Syndrom. Mein Name ist Gerion Menzel, ich bin selber Patientenvertreter, bin in der Leukämiehilfe in Main als Vorstandsmitglied tätig und leite dort auch die MDS-Patienten-EG und von meinem Hintergrund, ich bin selber vor zwölf Jahren mit MDS diagnostiziert worden, zwischenzeitlich auch Stammzelltransplantiert. Ich bin froh, sehr froh darüber, dass ich heute das, dieses Interview gemeinsam mit Professor Dr. Aristoteles Giagonidis machen kann. Professor Giagonidis, ist Chefarzt am Marienhospital in Düsseldorf und ist Facharzt für innere Medizin, Hämatologie und internistische Onkologie. Und in vielen Kreisen auch, also unter den Patienten, auch als MDS-Experte sehr bekannt und auch geschätzt. Und ich würde jetzt gleich mal übergeben: Herzlich willkommen, Herr Professor Giergonidis. Herr Menzel, herzlichen Dank für diese sehr nette Einleitung. Und wie Sie schon gesagt haben, 25.000 bis 30.000 Hämatologen. Treffen sich jedes Jahr einmal in den USA. Dieses Jahr war es in San Diego. San Diego ist äh, in Kalifornien eine schöne Stadt. Äh, da ist es auch immer schön warm, wenn man da im, äh, im, im, im Winter hinkommt. Das Problem ist, dass dort eine neunstündige Zeitverschiebung vorliegt. Wenn also irgendwelche Sitzungen abends um fünf oder um sechs stattfinden, ist das bei uns dann zwei oder drei Uhr morgens und dann sieht man immer viele gähnende gesichter. aber ansonsten war es wie immer hochinteressant. es gab auch zu den myelodysplastischen syndromen viele neuigkeiten. und die wichtigsten sachen haben wir gemeinsam, herr menzel und ich, äh, herausgesucht und haben uns äh, zur aufgabe gemacht, ihnen das einigermaßen verständlich ähm, überbringen zu können. wie sie wissen, ist natürlich äh, sehr viel hochwissenschaftlich und das kann manchmal ein bisschen schwierig sein zu verstehen. Wir haben uns jetzt bemüht, das so aufzuarbeiten, dass Sie das gut verstehen können. Genau, und wenn zwischendurch, äh, wenn ich denke, es ist nochmal ein bisschen mehr Erklärung nötig als Patient, dann wäre ich einfach nochmal nachfragen und ich denke, wir werden das gemeinsam oder ich wäre auch von meiner Seite, wenn ich Sachen nochmal ein bisschen verständlicher erklären will, mit dazugeben. Genau, aber dann. Wollen wir uns nicht weiter bei der Vorrede aufhalten, sondern mit dem ersten, also müssen wir hierzu noch was sagen? Ich denke, ja, wir können sagen, dass das hier wirklich nur zur Information äh, zur Verfügung steht. Daraus werden keine Behandlungsansätze abgeleitet. Wir geben Ihnen also hier keinen medizinischen Rat. Dafür ist Ihr Arzt, Ihr Experte zuständig. Wir sind hier zur Information, möchten Ihnen auch Denkansätze geben und das können Sie dann im Einzelnen mit Ihren ähm, entsprechenden Kollegen besprechen. Okay, danke. Ich selber habe ähm, Vorträge gehalten, auch auf der... Amerikanischen Hämatologengesellschaft. Und diese werden zum Teil honoriert. Sie sehen hier, welche Firmen sich da ähm, für Honorierungen, äh, welche Firmen mich da unterstützt haben. Äh, das ist dann meistens so, dass also ein Vortrag irgendwo gehalten werden soll. Man, ich weiß jetzt nicht, nach Berlin fährt mit dem Zug oder was und dann dort übernachtet, dann am nächsten Tag einen Vortrag hält und so weiter und dafür kriegt man eine Aufwandsentschädigung. Das sind diese Namen, die Sie hier sehen. Und mit dem können wir eigentlich schon in den ersten Vortrag einsteigen. Und genau. ja. vielleicht wollen Sie dazu zwei, drei Sätze sagen, Herr Menzel, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, Sie ja zweimal bereits Stammzelltransplantiert sind und damit natürlich fast äh, der äh, Experte, sage ich jetzt mal, für die Stammzelltransplantation schon selbst sind. Ja, zumindest aus der praktischen Erfahrung. Äh Denke ich wirklich, dass ich der Experte bin. Und beim zweiten Mal war es vieles bekannt, was gemacht wurde. Aber zu dieser Studie: Für viele Patienten oder für einen Teil der Patienten mit MDS steht ja die Frage nach einer Stammzelltransplantation. Ob und wann ist dann immer wirklich ein sehr schwieriges Thema, das zu entscheiden. Und ähm, das wird. Also aus meiner Sicht sehr unterschiedlich gehandhabt. Es gibt manche Kliniken, die machen ganz früh oder schlagen ganz früh eine oder Ärzte eine Transplantation vor. Andere sagen lieber erst mal abwarten. Es ist auch immer von Patient zu Patient unterschiedlich. Deshalb kann man es auch zumindest so subjektiv äh, gar nicht richtig vergleichen. Aber wir haben jetzt hier eine Studie, wo wirklich mal nach Parametern gesucht wurden, wie Empfehlungen gegeben werden können, an zu welchem Zeitpunkt eine transplantation den größtmöglichen erfolg hat ja genau und äh, die kollegen haben äh, eine entscheidungshilfe erbringen wollen und ich glaube was für uns wichtig ist ist dass für uns ärzte und auch für die patienten sehr wichtig ist ist dass das keine Entscheidung ist, die der Arzt einfach so aus dem Nichts heraus, aus dem Bauch heraustrifft, sondern dass es eine Entscheidung ist, die er auf der Basis von verfügbaren Informationen über den Patienten aus seinen Blutwerten, aus seinem Allgemeinzustand und aus äh, seinen äh, Untersuchungen aus dem Knochenmark erhält. Und welche Informationen gibt es aus dem Knochenmark? Es gibt die äh, Information, wie viel Blasten, wie viel bösartige Zellen im Knochenmark drin sind. Es gibt die Information, wie die Zytogenetik ist, das heißt also die Genveränderungen in den bösartigen Zellen, welche Veränderungen an den Chromosomen, am, am, am Bauplan der Zelle gibt es. Und es gibt die allgemeinen Informationen, wie alt ist der Patient, hat er noch zusätzliche Erkrankungen, Diabetes oder Bluthochdruck oder sonst irgendwas. Und um das einigermaßen in ein System einlaufen zu lassen, das können Sie sich vorstellen, dass das relativ komplex ist. Also sagt man, wie können wir es weniger komplex machen? Wir können einen sogenannten Prognosescore machen. Das heißt, wir stellen uns hin und sagen: International nehmen wir 5000 Patienten und sagen, wie krank am MDS sind diese Leute? Haben die ein Niedrigrisiko-MDS? Haben die ein Intermediärrisiko-MDS? Haben die ein äh, Hochrisiko-MDS? Und Wen sollen wir wann behandeln? Sollen wir beim Hochrisiko MDS erst noch ein bisschen zuwarten oder sollen wir beim Niedrigrisiko MDS direkt behandeln oder umgekehrt den Patienten mit dem Niedrigrisiko MDS erstmal bisschen zuwartend äh, beobachten und dann transplantieren und dafür den Hochrisiko MDS-Patienten relativ rasch? Transplantieren. Und diese verschiedenen ähm, Prognosescores, die heißen IPSS, Internationaler Prognosescore System, also Internationales Prognosescore System IPSS abgekürzt. Und davon gab es den IPSS, dann gab es den revidierten, also überarbeiteten IPSS, der IPSSR und dann gab es den molekularen IPSSM. Und diese drei auf der Basis haben sich eigentlich die Entscheidungen für die Ärzte immer abgespielt. Und das ist jetzt bei dieser äh, Untersuchung jetzt nochmal genauer untersucht worden. Bringt das was, wenn man sich mit diesen Prognosescoring-Systemen auseinandersetzt? Das sehen wir dann auf der nächsten, ähm, auf der nächsten Folie. Äh, da sehen wir, dass Darf ich ganz äh, kurz noch äh, zu ja. dem Risiko, was da eingeschätzt wird. Äh, da ist immer auch die Frage, welches Risiko? Also, ich habe jetzt zum Beispiel ein hohes Risiko und der Arzt sagt, wir warten erst mal ab. Ähm, ich habe das immer so verstanden, das ist das Risiko, dass aus dem MDS eine Leukämie wird. Dieses Risiko wird da bewertet. Ist das ja, so es richtig? Gibt, also, es gibt zwei Risiken, die berechnet werden können. Das erste Risiko ist. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Erkrankung in eine Leukämie übergeht? Und das zweite Risiko ist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre verstirbt? Diese beiden Risiken werden berechnet. Nun muss man sagen, dazu sagen, dass auch wenn man pimpel gesund ist, sage ich jetzt mal und überhaupt keine Erkrankung hat, kann man ja trotzdem innerhalb von drei Jahren versterben mhm. oder von fünf Jahren versterben. Also das Versterbensrisiko ist immer ein bisschen höher als das Fortentwicklungsrisiko, weil mhm. beim Versterbensrisiko sind ja auch die allgemeinen Krankheitsprobleme, ich sterbe an einem Herzinfarkt, ich sterbe an einem mhm. Schlaganfall, ich sterbe an einer äh, anderen Krebserkrankung, das ist ja immer mit dabei. Das aber im Grunde haben Sie recht. Also, das erste Hauptrisiko, das den Arzt interessiert, ist, geht der Patient in eine Leukämie über? Und das zweite Risiko ist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient, den ich unbehandelt lasse, an dieser Erkrankung verstirbt? Okay. Dankeschön. Und da hat man sich jetzt acht, Patienten genommen und hat diese Patienten äh, unterteilt in zwei Kohorten in zwei Bereiche. Das eine ist eine Kohorte, an der man jetzt erstmal geguckt hat, ob man das überhaupt so richtig berechnen kann. Und das zweite, man hat eine zweite Kohorte von innerhalb immerhin 3000 Leuten genommen und hat gesagt, jetzt wollen wir das, was wir an der Lernkohorte ausgearbeitet haben, bei denen anwenden und sehen, ob es auch wirklich funktioniert. Und man hat sich das alles ähm, so ausgerechnet, dass man gesagt hat, wir schätzen die mittlere Überlebenszeit über acht Jahre. Das heißt also, wir schätzen ab, wie lange würde der Patient leben oder beziehungsweise wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient innerhalb von acht Jahren verstirbt, abhängig von seinem Risiko. Niedrigrisiko, Intermediärrisiko 1, Intermediärrisiko 2, Hochrisiko oder äh, sehr niedriges Risiko beim IPSSR, niedriges Risiko, intermediäres Risiko, äh, Hochrisiko oder sehr hohes Risiko beim IPSSR. Und beim IPSSM ist es so ähnlich. Und das hat man an, dieser, an diesen zwei Gruppen äh, erarbeitet. An der einen hat man es erarbeitet und an der zweiten dann angewendet. Zu der Gruppe, wo das ähm, gelernt wurde oder wo das erarbeitet wurde. Wurden die Patienten da wirklich in die Studie eingeschleust oder sind das Daten von Patienten, die in der vorhergehenden Zeit behandelt wurden? Also ist das ein MDS-Register zum Beispiel? Das, wo sind, da das, sind, genau, wurde? das sind internationale MDS-Register, ja. Genau, also das ist auch ein Punkt, wo man immer wieder sieht, auch als Patient, diese Teilnahme an den, also diese Eintragung in ein Register, dass man sich dort mitführen lässt, als Patient seine Daten zur Verfügung stellt, hilft dann tatsächlich auch in der Forschung, dass zukünftig die Behandlung ein Stück besser werden kann oder auch besser eingeordnet werden kann. Und dann hat man äh, das untersucht. Hier sehen Sie jetzt also die verschiedenen Begriffe, die da auftauchen. Hämatopoetische Stammzelltransplantation bedeutet also die Knochenmarkgabe. Hämatopoese bedeutet die, die, die Fähigkeit zur Blutbildung. Erythrozyten sind die roten Blutkörperchen, die Sauerstoff transportieren. Und der Blast sind die unreifen Zellen, die bösartigen Zellen, die am Ende die Leukämie ausmachen und den Leukämiedruck. Auf dem nächsten sehen Sie dann, was rausgekommen ist. Das ist also ganz interessant, denn Sie sehen auf der linken Seite des äh, Tableaus sind Sie IPSSR und da sehen Sie also in Violett Low bedeutet niedrig äh, und dann dieses bläuliche Türkis ist Intermediär, Orange ist Hochrisiko und Rot ist sehr hohes Risiko. Und Sie sehen also, was passiert. Wenn Sie vom Zeitpunkt der MDS-Diagnose vom Zeitpunkt der mds, vom Zeitpunkt der MDS bis dann 36 Monate später gucken, dann sehen Sie, dass der Patient, der das Niedrigrisiko hat, also eine hat die, die violette Kurve, dass bei den Patienten die Kurve eher ansteigt. Das heißt jetzt nicht, dass äh, mehr Patienten äh, leben, sondern das bedeutet im Wesentlichen die Zeit, der Zeitraum, der, der Zeitraum des Lebens, die Patienten, die leben in dieser Zeit, die 36 Monate äh, Leben erreichen, die sind relativ hoch. Äh, das heißt also, wenn Sie die Leute in Ruhe lassen und nicht transplantieren, dann verlieren Sie keine Lebenszeit. Das Gleiche gilt für diese ipssr intermediärrisiko kategorie sie sehen da fällt die kurve nur ganz schwach ab das heißt sie verlieren relativ wenig patienten wenn sie die untransplantiert lassen wenn sie bei der hochrisikogruppe bei der roten, bei der, bei der roten gruppe jetzt mal gucken dann sehen sie das ist also, oder die Very High Risk, das ist ja die sehr Hochrisikogruppe. Das da ist die Hochrisiko und das ist die sehr Hochrisikogruppe. Wenn Sie bei dieser sehr Hochrisikogruppe gucken und Sie lassen die Leute unbehandelt, dann sehen Sie, dass Sie viele Patienten verlieren innerhalb von 36 Monaten. Das heißt, hier ist es naheliegend, dass man sich hinstellt und sagt: Mensch, da ist doch eine frühe Transplantation das Allersinnvollste. Und das bedeutet also, Hochrisiko- und sehr hochrisikopatienten sollten früh transplantiert werden. Die Niedrigrisikogruppen und die Intermediärrisikogruppen, da kann man sich Zeit lassen. Dasselbe ist jetzt, wenn man das mit molekularen Markern jetzt untersucht. Molekulare Marker sind eben dann auch sehr niedriges Risiko, Low Risk, das ist wieder die violette Kurve, grünlich, äh, Türkis ist dann diese, diese, diese äh, mittelgradig Niedrigrisikogruppe. Und dann kommt dann das bläuliche, das ist dann moderat erhöhtes Risiko, und dann die orangene Kurve ist das Hochrisiko und die äh, Dunkelrote ist das sehr hohe Risiko. Und da sehen Sie genau dasselbe. Also auch wenn Sie das aufarbeiten mit sehr feinen molekularen Methoden sehen Sie trotzdem, dass der Patient mit Niedrigrisiko oder mit mäßig gerade Niedrigrisiko, dass diese Patienten eigentlich davon profitiert, wenn man sie erstmal in Ruhe lässt und nur, wenn die Erkrankung sich verschlechtert, dann eine Transplantation durchführt. Während bei Patienten, die ein hohes Risiko haben, von der Krankheit selber, von den Molekülen, von der Molekularzusammensetzung ihrer Erkrankung, dass diese Patienten davon profitieren, dass man sie frühzeitig transplantiert. Also hier in dem Unterschied sieht man auch noch, dass durch diese bessere oder diese detailliertere Einstufung jetzt durch den IPSSM-Score, also der ja erst, eigentlich erst seit relativ kurzer Zeit auch verwendet wird, ähm, auch noch mal ein Stück detaillierter ist. Also gerade diese grünliche Kurve ist jetzt, ähm, also das war jetzt früher diese Unterscheidung, ähm, gab es halt nicht. Und ich glaube auch, dass für die Patienten noch mal ein zusätzlicher Faktor ist, um noch ein bisschen gesicherter die Prognose zu stellen. Sehr richtig. So, und dann sehen Sie links natürlicher MDS-Verlauf, rechts Patient mit Transplantation. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich versuche sie jetzt einmal da durchzuführen. Auf, auf diesen Kurven sehen Sie, dass die Kurven alle entweder bei 100 anfangen oder bei 0 anfangen. Stellen Sie sich also vor, bei 100 sind, stehen 1000 Patienten und laufen jetzt sozusagen nach rechts übers Bild. Und immer wenn einer ausrutscht und hinfällt, also die Erkrankung sich verschlechtert, sehen Sie, dass ein Tick nach unten geht. Das heißt also, wenn wir jetzt mal beim Gesamtüberleben natürlicher MDS-Verlauf, Lernkohorte, wenn wir da mal gucken, da sehen Sie die Very Low Risk Gruppe. Da geht es erstmal lange Zeit, bleibt das so quasi bei 100 und dann geht es tickweise, geht es nach unten. Das heißt also, es versterben. Natürlich würde ich sagen, versterben irgendwann mal Leute. Ist ja klar, 120 Monate sind ja schon zehn Jahre und 240 Monate sind 20 Jahre. Natürlich versterben da irgendwelche Leute. Aber Sie sehen, dass bei der sehr Niedrigrisikogruppe dieser Verlauf, der entspricht in etwa der natürlichen Absterberate der Bevölkerung. Das heißt also, wenn Sie da jetzt anfangen, jemanden zu transplantieren, dann haben Sie da ein Problem. Weil natürlich die Transplantation an sich ja auch ein gewisses Risiko hat. Und dieses Risiko führt dazu, dass die Patienten verlieren am Anfang, wo sie normalerweise mit ihrer Erkrankung gar nicht verstorben werden. Gucken wir uns das mal an. Überleben nach Transplantation bei Patienten mit Transplantation. Und Sie sehen, da gibt es keine Very Low-Gruppe, also ganz niedrig Risiko hat niemand transplantiert, aber bei Low-Risk sind ein paar Patienten transplantiert worden. Und Sie sehen, dass innerhalb der ersten 12 bis 18 Monate 20 Prozent der Patienten immerhin verstorben sind. Das ist, gehen wir jetzt nochmal links auf die Lernkohorte rüber, das ist am... Im, Im natürlichen Verlauf ist das eigentlich nicht passiert. Das heißt, es ist eine gute Idee zu sagen und zu wissen, zu welcher Risikogruppe gehöre ich eigentlich. Denn wenn Sie in einer Very Low- oder Low-Risk-Gruppe sind, dann können Sie sagen, nein, pass auf, äh, vielen Dank für das Angebot einer Transplantation. Aber da, es gibt ja eine transplantationsassoziierte, transplantationsbedingte Sterberate, Mortalität durch die Maßnahme. Und das möchte ich erstmal nicht. Ich glaube, ich kann im Moment noch so ganz gut zurechtkommen. Gucken Sie sich aber die Hochrisikogruppe an, die Very High, die rote, ganz links. Gucken wir uns das mal an. Und da sehen Sie, die Kurve stürzt. Wenn Sie mal ganz nach links gehen, Herr Menzel, dann sehen Sie, die Kurve stürzt sozusagen nach unten. Und nach sechs Jahren, 72 Monaten, sehen Sie, da ist man quasi bei Null. In der Transplantationsgruppe aber rechts, da sehen Sie, die Kurve fällt natürlich auch, aber plötzlich hält die sich wie von Geisterhand, bleibt die da stehen und Sie sehen, dass 40 bis 50 Prozent der Patienten, und das sehen Sie durch alle Gruppen eigentlich hindurch, 40, 50, 60, 70 Prozent der Patienten leben langfristig, weil sie durch die Transplantation dann geheilt sind. Das heißt, wir halten fest, die Transplantation heilt Menschen, aber die Transplantation auf der anderen Seite hat auch eine Frühsterberate durch die Transplantation selbst. Und es ist sinnvoll, Patienten mit schwerer Erkrankung frühtrut zu transplantieren, weil es nicht anders geht. Aber es ist auch sinnvoll, Patienten mit einer weniger aggressiven Erkrankung erstmal nur zu beobachten, weil die profitieren davon, dass sie, dass sie diese Zeit... Äh, gewinnen, das heißt nicht am Anfang an einer Maßnahme versterben können, nämlich an der Transplantation. Ich glaube, das ist die wesentliche Aussage dieser Arbeit. Und das zeigt sich dann hinterher an den, an den Kurven in verschiedenen Altersgruppen, 40 bis 55 Jahre, 55 bis 60 Jahre, über 60 Jahre. Und Sie sehen eigentlich immer dasselbe. Äh, sowohl in der Lernkohorte als auch in der Validierungskohorte kommt also das Gleiche heraus. Die Niedrigrisiko, also Low und Moderate Low, die Patienten, die profitieren davon, wenn man sie erstmal in Ruhe lässt, die gewinnen quasi an Lebenszeit, weil diese Frühabsterberate nicht dazu kommt. Das gilt möglicherweise auch noch für diese Türkise-Gruppe, Moderate High. Die verlieren zumindest keine Lebenszeit. Wenn sie nicht transplantiert werden, da kann man es noch ein bisschen laufen lassen. Aber die Hochrisiko- und Very High-Gruppe, die verlieren Lebenszeit. Da geht die Kurve sozusagen nach unten. Und das sind Leute, insbesondere in höheren Altersgruppen, die dann, äh, also Alter 60 plus, da muss man schon sagen, äh, wenn sie erst spät transplantiert werden, dann haben sie da keinen Benefit. Fazit ist also das, was ich gesagt habe. Auch wenn die Stammzelltransplantation grundsätzlich zur Heilung führen kann, ist sie nicht für jeden Patienten zu jedem Zeitpunkt die richtige Behandlung. Erst wenn man einen schwereren Krankheitsverlauf entwickelt und dieser schwere Krankheitsverlauf vom Arzt auch so bestätigt wird, dann sollte man wirklich die Zeichen der Zeit sehen und sich der, Krank der Transplantation nicht mehr entziehen. Ja, und ich denke auch also aus Sicht der Patienten, es geht, zum einen ist natürlich die Überlebenszeit oder die Lebenszeit ein ganz wichtiger Faktor, aber eben auch die Lebensqualität. Und gerade für Patienten, die auch mit MDS eine gute Lebensqualität haben, auch wenn sie schon im mittleren oder höheren Risiko sind, denke ich, da ist es wirklich eine Überlegung wert, ähm, die Transplantation auf einen guten Punkt zu setzen. Und natürlich auch, wenn man sehr lange wartet, wenn man sehr lange Vorbehandlungen bekommt oder alt, ähm, andere Behandlungen zur Überbrückung, dann ist der Körper natürlich auch geschwächt oder viele Transfusionen spielen dann auch noch viel mit rein. Ähm, also das ist, ist jetzt ein Aspekt, aber ich glaube immer noch, diese Stammzelltransplantation ist eine sehr individuelle Entscheidung für jeden einzelnen Patienten, den er mit seinem Arzt oder eigentlich auch mit, immer gerne mit einer Zweitmeinung unterstützen oder hinterfragen sollte. Gebe ich, gebe, ich Ihnen, gebe ich Ihnen völlig recht. Und Sie leiten gerade über auf die nächste Arbeit. Äh, äh, diese Arbeit ist eine Arbeit, äh, bei der man sich hinstellt und wissen will, äh, woher kommt eigentlich das. MDS in der Frühphase. Ne? Also, Sie sagen, in der Frühphase sollte man noch ein bisschen zuwarten und bei Hochrisiko muss man dann Stammzell transplantieren und da sollte man sich eine Zweitmeinung. Aber woher kommt das eigentlich? Und kann man eigentlich nicht ganz früh, sozusagen, wenn, wenn ganz früh irgendwas passiert äh, im Knochenmark, kann man da nicht eigentlich eingreifen? Und es gibt wirklich erste Arbeiten dazu, ob man eine Frühphase der Erkrankung nicht in irgendeiner Art und Weise beeinflusst. Könnte. Und das haben ähm, Kollegen aus den USA und aus Großbritannien untersucht in dieser Arbeit. Sie haben auch sogar ein Medikament zur Verfügung gehabt, HT6184, das hat noch gar keinen Namen, das sie eingesetzt haben in Zellkulturen bzw. in Mäuse-MDS-Patienten, kann ich ja schlecht sagen, aber Mäuse-MDS-Tieren. Ne? Und vielleicht gehen wir da an direkt eins weiter. Vielleicht kann ich da kurz fragen, also hier steht noch mit drauf Dual Inflammasom Mydosom Inhibitor, also Inflammasom klingt für mich nach Entzündung. Also es geht glaube ich hier auch um Entzündungsvorgänge in den Zellen, die mit erforscht oder die im Zusammenhang mit der Entstehung oder dem Fortschreiten von der MDS stehen können, die hier behandelt werden. Ist das richtig? Absolut richtig und ich komme direkt darauf. Es ist also so, man hat also Knochenmarkszellen von MDS-Patienten und auch von gesunden geguckt und hat sich die Gene angeschaut. Und dann hat man gesagt, also in, in, den, in den Zellen, in Zellkulturen aus diesen Patienten, sowohl den gesunden als auch den, den, den MDS-Patienten und auch bei Mäusen, da steht da unten Murines Modell, das bedeutet also Mäusemodell. Da hat man geguckt, ob man eine, diese antientzündliche Wirksamkeit des Medikamentes HT6184 benutzen kann, um eine Verbesserung sozusagen herbeizuführen. Äh, woher kommt das? Das kommt daher, dass man in letzter Zeit verstanden hat, dass eine chronische Entzündung im Knochenmark vor Schub leistet der Entwicklung einer, eines Myelodysplastischen Syndroms, eines MDS. Das heißt also, ein MDS kommt nicht einfach nur so, sondern chronische Entzündungsreize im Knochenmark, können dazu führen, dass ein MDS sich entwickelt. Was sind chronische Entzündungsreize und woher kommen die? Das ist eine gute Frage und da kommt man mit der zunehmenden Forschung jetzt mittlerweile darauf, dass das das ist, was wir landläufig sagen, man muss halt gesund leben. Das bedeutet natürlich nicht, dass Menschen, die gesund immer gesund gelebt haben, nicht doch ein MDS entwickeln können, aber das bedeutet, dass ein Teil des Reizes, der zur Verschlechterung des MDS führt oder zur Bildung der ersten MDS-Stammzellschäden, dass das durchaus ausgelöst werden kann durch chronische Inflammation. Manche Menschen können nichts dafür, die sind chronisch inflammatorisch geschädigt. Das ist so. Sie können ja auch Rheuma entwickeln und haben ja da auch nichts, können da auch nichts dafür. Ne, das muss man auch mal sagen. Ähm, andere Leute können aber Schaden sozusagen sich selbst beifügen. Das Einfachste wäre, dass man sagt, äh, rauchen ja, enthält Benzol. Benzol führt zu chronischem Entzündungsreiz im Knochenmark und kann zur Entstehung von Myelodysplastischen Syndromen führen. Andere Menschen können bestimmte Entzündungsreize im Knochenmark nicht abbauen und können deshalb sich nicht so sehr dagegen wehren und sind empfindlicher für die Entwicklung äh, von Myelodysplastischen Syndromen. Auch das ist äh, untersucht worden. Das heißt also, verschiedene Einflussfaktoren gibt. Gibt es und schön wäre es natürlich, wenn man ganz früh messen könnte. Aha, da ist Entzündung im Knochenmark und wir geben etwas dagegen, zum Beispiel dieses HT6184. Vielleicht können wir dann gleich weiterschalten, denn was die Kollegen gezeigt haben, ist, dass HT6184 die Entzündungs die Abgabe von Entzündungsmediatoren, also Entzündungsstoffen im Knochenmark stark senken kann. Und Sie sehen also auf der linken Seite, sehen Sie Pikogramm, das sind also Mil äh, Billionstel Gramm pro Milliliter, da ist es hoch und nachher fallen diese unter Zugabe von HT 6184, fallen die also runter bis auf Null. Das heißt also offensichtlich gelingt es, Entzündungsreize im Knochenmark auszuschalten. Und auf der nächsten äh, Folie sieht man, dass insbesondere die Mäuse oder auch die Zellen, die am meisten Aktivität von Knochenmarkentzündung hatten, nach Behandlung mit HT6184 eine Verbesserung ihrer roten Blutkörperchen hatten, eine Verminderung der bösartigen Vorstufen, also der myelomonozytären Differenzierung, sodass da Blasten daraus entstehen können und eine Hemmung der Freisetzung von Interleukin 1-Beta. Und das zeigt oder weist darauf hin, dass offensichtlich die Entzündung durchaus in diesen Zellkulturen und in den Mäusen zurückgedrängt werden konnte. Also zusammenfassend, chronische Entzündungsreize im Knochenmark scheinen ein besonderer Treiber für die Ausbildung von mylosplastischen Syndromen sein. Und es wird in der Zukunft Versuche geben und auch medikamentöse Ansätze geben, diese Entzündungsreize frühzeitig zu unterdrücken und längerfristig die Patienten ähm, äh, krankheitsfrei zu halten, dass gar nicht erst zur Entwicklung eines MDS oder zum Fortschreiten eines MDS kommt. Okay, also das heißt für die Patienten in der Zukunft, wahrscheinlich nicht in diesem und auch nicht im nächsten Jahr, aber das ist, wenn man feststellt, im Körper ist eine erhöhte Entzündungsaktivität, die zu Krankheiten führen kann, dass man das dann zukünftig auch mit medikamentös regulieren kann, also dass man quasi die Entzündungsaktivität auf ein verträgliches Niveau einstellen kann und damit möglicherweise das Fortschreiten oder den Übergang in ein MDS oder eine AML für lange Zeit verhindern kann. Ein Stich zur rechten Zeit erhält das ganze Kleid. So heißt das, glaube ich, auf Deutsch. A stitch in time saves nine, sagen die äh, die äh, Angelsachsen. Das heißt also, wenn man frühzeitig einschaltet, muss man hinterher nicht mit den ganz großen Kalibern kommen. Das heißt also, wenn die Erkrankung sich gerade Entwickelt ist es natürlich. Schön, wenn man frühzeitig eingreifen kann und das schon wieder unterdrücken kann, sodass mhm. die Krankheit gar nicht erst in der Entwicklung sich weiter äh, ausbaut. Mhm. Ich glaube, das ist äh, die Aussage, die wir hier rauskriegen. Das sind sehr frühe Daten, das sind äh, Daten an Zellkulturen und an Mäusen. Äh, das dauert noch, bis sich sowas in die, in, die, in, die, in, die, in die tägliche Umsetzung ergibt, aber es ist ein Lichtblick, ein äh, Weg, ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich vermute, der Weg wird jetzt auch nach den Ergebnissen auch weiter beschritten. Also, das ist jetzt nicht was, was erstmal abgeschlossen und jetzt liegen bleibt, sondern es ist ja wirklich vielversprechend und dass sich sicherlich in den nächsten Jahren da auch wieder neue Ergebnisse auf den Kongressen dazu sehen lassen. Okay, dann kommen wir zu dem nächsten Thema. Jetzt geht es wieder ähm, in ein bisschen zurück, also wieder in die ähm, näher an den Patienten heran, an die Stammzelltransplantation. Ähm, in dem ähm, in dieser Studie wurde erforscht, äh, wie wie aussichtsreich sind bestimmt ist eine Vorbereitung der Stammzelltransplantation, also in diesem Fall eine vorhergehende Therapie mit Acetidin. Ähm, das heißt, dass vorher erstmal die Leukämiezellen im Körper unterdrückt oder zurückgedrängt werden, um den Patienten, also das war mein Verständnis, so wurde mir das damals erklärt, ein Stück gesünder zu machen für die Stammzelltransplantation, dass er nicht so, ein, so eine hohe Krankheitslast in die sehr belastende Therapie mit reinbringt. Und, und das haben die Kollegen äh, äh, untersucht und haben sich gefragt, kann man eigentlich... Mit bestimmten Medikamenten nicht die Krankheitslast im Körper reduzieren, sodass das neue Transplantat, das neue Knochenmark, das man dem Patienten überträgt, äh, sich gegen weniger Fremdzellen wehren muss. Das heißt also, das neue Transplantat direkt anwachsen kann in einem überwiegend gesunden Körper. Und ähm, das Problem, das wir haben, ist, dass wir gar nicht wissen, ab welcher Grenze von Blasten wir eigentlich eine Reduktion der Blastenanzahl machen müssen. Man sagt so, ja, bis 10 Prozent kann man eigentlich direkt transplantieren und von 10 bis 20 Prozent sollte man eine Reduktion machen. Das sind die ELN, Europäisches Leukämienetzwerk Empfehlungen. Und dann kann man ja sagen, okay, also wenn man das macht, dann gibt man eine Chemotherapie, macht man die Blasten kaputt und dann wird transplantiert. Aber die Frage ist natürlich, könnte man das eigentlich auch mit Azacitidin machen? Das ist ja ein viel sanfteres äh, Medikament. Das ist nicht so anstrengend wie eine intensive Chemotherapie und möglicherweise hat das einen besonderen Benefit. Und das war die Untersuchung, die hier jetzt nochmal kam. Man muss dazu sagen, Azacitidin selbst muss ja über Monate verabreicht werden. Das wird ja nicht einmal gegeben, wie eine Chemotherapie, sondern es wird immer und immer wieder gegeben. Das heißt also, für Patienten, die ein besonders rasches Fortschreiten ihrer Erkrankung haben, ist es nicht geeignet. Für Patienten, die aber eine langsam fortschreitende Erkrankung haben, könnte man sich vorstellen, dass man mit Azacitidin arbeitet. Da muss ich gleich nochmal zurückfragen. Ja. Ähm, vor der transplantation es gibt ja auch viele patienten die zwar transplantiert werden sollen und auch wollen aber wo die spendersuche noch gar nicht möglich ist und bei denen wird ja auch versucht die zeit zu überbrücken wäre das ähm, ist das mit dieser studie auch in zusammenhang zu bringen oder ist das ein komplett anderes thema? das wäre genau der gleiche fall also wenn sie jetzt hier einen, einen, keinen, keinen passenden stammzellspender haben dann müssen sie ja die zeit auch irgendwie überbrücken. Und dann ist die Frage, wie überbrückt man die am besten? Macht man eine intensive Chemotherapie oder gibt man Azacitidin oder macht man erstmal gar nichts und wartet einfach zu und macht dann die Transplantation vom Fleck weg? Mhm. Und also in meinem Fall war es so bei beiden Transplantationen, ich habe erstmal eine Induktionschemo bekommen, um die Blasten zu drücken, weil die also zumindest beim ersten Mal über 20 Prozent waren und dann waren sie irgendwie unter 5%, aber das war eben nicht Azacitidin, sondern... Eine andere, eine, ich glaube, also ich würde mal sagen, eine klassische Chemo. Und, ähm, ja. und das ist halt, also habe ich es jetzt so verstanden, es ist jetzt wirklich die Frage, ob diese vorbereitende Chemo notwendig ist, ob die einen wirklichen Nutzen für den Patienten bringt. Oder ob, oder man, ob man durch eine Alternative, nämlich durch eine weichere, sanftere hm. Therapie dasselbe erreichen kann. Hm. Und ähm, dann gehen wir mal weiter. Und wir sehen also, das waren also 135 MDS-Patienten und dann äh, davon würden ein Drittel haben davon äh, eine Induktionstherapie, also eine Reduktion ihrer Blasten bekommen und davon 29 Prozent immerhin mit Azacitidin oder Dezitabin. Und dann wurden die transplantiert und hinterher hat man geguckt, also wie ist das denn gelaufen und äh, muss das eigentlich sein, muss man diese Transplantation überhaupt machen. Es gibt bereits Daten über so ein Vorgehen. Das ist aus der Klinik von Professor Platzbecker in Leipzig und von Professor Kröger in Hamburg sind ähm, schon Analysen darüber gemacht worden. Und was man leider sehen musste, ist, dass bei den Patienten, die mit Azacitidin vorbehandelt wurden, ein Drittel etwa gar nicht den Weg bis zur Transplantation geschafft haben. Und zwar entweder, weil ihre Krankheit fortschreitend war und sie gar nicht mehr transplantiert werden konnten, weil sie dann zu krank waren, oder weil die Patienten aufgrund von Infektionen oder solchen Schwierigkeiten ähm, dann so schwierige Komplikationen hatten, dass sie auch die Transplantation nicht mehr geschafft haben. Und ein Drittel ist schon viel. Jeder dritte Patient, der quasi rausfällt, das ist eigentlich zu viel, wenn man den ganzen Aufwand auch bedenkt, den man ja treiben muss, um eine Transplantation durchführen zu können. Ja, und für die Patienten ist natürlich eine erfolgreiche Stammzelltransplantation das große Ziel. Und wenn man den Weg dahin dann auch nicht, nicht gehen kann, ist das natürlich ähm, eine Katastrophe. Genau. Ja. Und jetzt gucken wir mal, was rausgekommen ist. Äh, die haben also im Schnitt 60-jährige Patienten. Das ist ja schon also 60 Jahre. Das ist früher wurde ja die Transplantation nur bis 45 gemacht. Jetzt wird sie bis 75 gemacht. Hier haben sie ein durchschnittliches Alter von 60. Äh, und Sie sehen also, die meisten Patienten hatten hoch und sehr hohes Risiko. Und, die und ein Viertel wurden mit Verwandten-Spendern und 50% mit Nicht-Verwandten-Spendern, aber vollständig übereinstimmend äh, transplantiert. Und dann nochmal ein Viertel hatten leider ein Mismatch. Das heißt also, die Spender und der Empfänger passten nicht hundertprozentig. Ab wann spricht man von Mismatch? Also ist ein 9 zu 10 Spender schon ein Mismatch? Das ist ein Mismatch, ja. Also 10 von 10 ist Full-Match. Full mhm. Aber es ist ja, wird ja heutzutage äh, oft so kommuniziert, bis fünf von zehn ist eine realistische Chance zu transportieren. Also, um ehrlich zu sein, steigt das Risiko für eine Abstoßungsreaktion, je mehr sie Missmatche haben, und auch abhängig davon, wo diese Missmatche genau in den Molekülen liegen. Und fünf von zehn, das können Sie machen. Das wäre ja haploident. Das würde also bedeuten, Sie nehmen einen Sohn oder eine Tochter und transplantieren damit. Das kann man machen. Da muss man Spezialzusatzbehandlungen äh, ähm, noch machen bei der Transplantation. Aber bei einer normalen Stammzelltransplantation versucht man eigentlich immer zehn von zehn zu erreichen. Mhm. Und dann sehen Sie also, man hat die Patienten dann hinterher noch mal vier Jahre nach untersucht und hat geschaut, wie ist eigentlich das Gesamtüberleben? Sehen Sie links oben OS Overall Survival Gesamtüberleben. Das war bei 60 Prozent. 60 Prozent bedeutet, dass 40 Prozent der Patienten verstorben sind, entweder an der Maßnahme der Transplantation selber oder weil sie es gar nicht bis zur Transplantation geschafft haben oder weil sie hinterher nach der Transplantation so schwere Infektionen oder Abstoßungsreaktionen entwickelt haben, dass sie verstorben sind. Und ähm, im weiteren Verlauf kommen ja dann über die Jahre sozusagen auch noch Rückfallquoten dazu. Und ähm, jetzt sehen Sie, da ist also genau aufge aufgegliedert die Nicht-Rückfallsterblichkeit, also der Patient hat keinen Rückfall gekriegt und ist trotzdem verstorben. Herzinfarkt oder Infektion oder vom Auto überfahren oder vom Bus überfahren oder sonst irgendwas sind immerhin 18 Prozent. Also 20 Prozent der Patienten sterben einfach, ich sage jetzt mal so. Ne? Und dann sehen Sie, dass 40% der Patienten eine chronische Abstoßungsreaktion bekommen haben. Das ist sehr unangenehm, äh, chronische Abstoßungsreaktion. Äh, bei 40% der Patienten, die gibt es in verschiedenen Schweregraden, Grad 1, 2, 3, 4. Grad 3 und 4 sind ja sehr unangenehm. Grad 1 und 2, damit kann man eigentlich ganz gut leben. Und jetzt sehen Sie auf der rechten Seite da hat man sich überlegt, also was hat den Patienten am besten eigentlich geholfen? Und da gibt es eine, äh, eine Spalte, die heißt HR, Hazard Ratio. Was ist das Risiko? Was ist das Risiko für den Patienten? Wenn, wenn das Risiko 1 ist, bedeutet es, dass... Es, es, es macht keinen Unterschied. Und wenn das Risiko höher ist als 1, also 1,5, 1,6, 2,0, 2,5, 3,5, 4,5, bedeutet, Sie haben ein vierfach höheres oder 3,5-fach höheres oder 2,5-fach höheres Risiko, wenn dieses Risikomerkmal vorliegt. Zum Beispiel sehen Sie, IPSSR schlecht, sehr schlecht, erhöht das Risiko, dass man verstirbt oder einen schlechten Verlauf hat, um den Faktor 56. Prozent, 1,56. Es geht auf, von 100 auf 156, also um 56 Prozent. Wenn Sie jetzt zum Beispiel ein hohes zytogenetisches Risiko haben, dann ist das Risiko 1,5-fach erhöht. Ja, also äh, äh, ist das Risiko 50 Prozent höher. Und jetzt ganz rechts sehen Sie P. Und wenn da steht P0,5 äh, 0,01, dann bedeutet das, es ist hochsignifikant. Und das P muss 0,05 oder weniger sein, damit es signifikant ist. Sie sehen also Patienten mit Blastenanzahl kleiner 10% vor Behandlung, da sehen Sie, das macht keinen Unterschied. Also ob Sie kleiner 10 hatten oder über 10, das macht offensichtlich keinen Unterschied. Das heißt, die Ein- Bearbeitung mit Azacitidin oder mit sonst irgendwas hat diesen Patienten offensichtlich jetzt gar nicht so viel gebracht. Wenn Sie sehen, Blastenzahl 0,199 wieder machte keinen großen Unterschied und wieder beim Rückfallrisiko Blastenzahl machte keinen großen Unterschied. Wenn Sie jetzt gucken Bridging oder Induktionstherapie, also dann nach unten Bridging oder Induktionstherapie, dann sehen Sie, dass auch das nicht unter 0,05 abgefallen ist. Das heißt also, die Induktion mit Bridging, also mit Azacetidin, hat den Patienten eigentlich auch nicht sehr viel gebracht. Das ist nicht signifikant gewesen. Sie haben eigentlich davon nicht besonders profitiert. Das heißt natürlich nicht, dass man es nicht machen kann oder nicht machen sollte, sondern es das bedeutet, dass im Einzelfall man nur wissen muss, es ist jetzt nicht so, dass wenn das mein Arzt mir jetzt nicht vorgeschlagen hat, dass mir dadurch irgendein Schaden äh entsteht. Sondern in manchen Fällen ist das Bridging notwendig, weil man noch keinen Spender hat. In anderen Fällen ist das Bridging, bringt das aber nicht so viel, sondern man sagt: Mensch, wir haben jetzt einen super Spender hier an der Hand, lassen Sie uns direkt, direkt, direkt die Transplantation machen. Und dann hat man äh, noch verschiedene Untergruppenanalysen gemacht. Ich glaube, das führt jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu weit, ob man jetzt mit Flamsa transplantiert hat, ob man noch Antithymozyten-Globulin dazu gegeben hat oder Tacrolimus oder so irgendwas. Ich glaube, das Wesentliche ist, Remissionsinduktion versus keine macht beim Gesamtüberleben und beim Rückfall keinen Unterschied. Der P-Wert ist nicht unter 0,05. Das heißt also, man kann auch bei Patienten mit über 10% Blasten nach dieser Analyse direkt transplantieren nicht alle Analysen haben das gezeigt aber bei dieser Patientengruppe hier die hier untersucht wurde da hat man das so sehen können also die Vorbereitung zur Transplantation erfordert ebenso viel Kenntnis vom behandelnden Arzt wie die Transplantation selber Sie müssen schon wissen und auch dem Patienten mitteilen, ist es für sie eigentlich jetzt sinnvoll? Wir warten noch auf einen Spender, also machen wir was und bereiten sie vor, oder wir haben eine hohe Blastenanzahl und wir haben Sorge, dass das in eine voll ausgebildete akute Leukämie übergeht, dann machen wir eine Induktionsbehandlung, führen sie auf eine Blastenzahl runter, die sozusagen ähm, ein Sicherheitspolster ihnen gibt, so dass man auch noch einen Monat oder zwei durchhalten kann, bevor man transplantiert. Das sind die wesentlichen Fragen und das muss der Arzt mit dem Patienten besprechen. Das ist also nicht random, Das ist nicht gewürfelt wie der Arzt das macht, sondern der erhält sich an solche Vorgaben und solche neuen Studienergebnisse und sagt: Aha, ich muss nicht unbedingt eine Remissionsinduktion machen, aber wenn ich Druck verspüre beim Patienten, bei der Patientenkrankheit, dann mache ich es. Und wenn ich keinen Druck verspüre, dann kann ich auch direkt transplantieren oder erstmal noch ein bisschen zuwarten und dann transplantieren. Genau, weil ich denke auch, das ist auch eine Entscheidung, die, die oft oder eigentlich im besten Fall vom Patienten und vom Arzt gemeinsam getroffen wird, also wann transplantiert wird, wie die Vorbereitung ist, also dass die Patienten auch da in Kenntnis sind, was da passiert und das auch einschätzen können. Nach dieser Studie bedeutet das jetzt auch ein Umdenken oder eine Änderung in den Therapien für die Patienten, also bei der Stammzelltransplantation, also dass weniger Induktions... Chemotherapien gemacht werden oder ist es dauert das noch eine Weile, bis sich das in den Leitlinien widerspiegelt? Also ich glaube, es gibt jetzt zunehmende Daten, die zeigen, dass Azacitidin wahrscheinlich nicht der Bringer ist auf dem Weg hin zur Transplantation. Ich glaube, das hat man jetzt mittlerweile akzeptiert. Das heißt also, wenn überhaupt, dann intensive Chemotherapie. Und äh, wenn man eine intensive Chemotherapie macht, dann eher bei höheren Blastenzahlen. Ich glaube, das ist das, was am Ende aus diesem Kongress rauskommt. Okay, dann Dankeschön dafür. Dann kommen wir direkt zum nächsten Thema. Jetzt geht also wir haben jetzt schon die Transplantation gehabt, wir haben auch schon die, die Vorgeschichte oder die Entstehung von MDS gehabt. Jetzt ist ein ganz wichtiges Thema für ähm, eine große Gruppe der MDS-Patienten ist die Transfusionsabhängigkeit. Also viele Patienten leben wirklich von Woche zu Woche mit Blutkonserven und da gibt es äh, Medikamente. Also hier ist jetzt einmal genannt das Luspatersept und das Epoetin Alpha, die die Blutproduktion wieder ankurbeln. Ähm, soweit wie ich weiß, ist es im Moment so, dass äh, zuerst ähm, bei Patienten das Epoetin ähm, versucht wird. Das ist, funktioniert eine Zeit lang. Manche haben Glück, es funktioniert sehr, ein Stück länger, aber irgendwann ist das erschöpft. Danach wäre nach jetzt im Stand, glaube ich, die Patercept ähm, therapie möglich. Und hier wurde geprüft, inwieweit auch das Luspatacept schon von Anfang an, also als Ersttherapie mit in Frage kommt. So habe ich das aus den Informationen verstanden. Das ist genau richtig. Und man hat sich also viele Patienten genommen, nämlich 368 Patienten und hat gesagt, die einen kriegen Luspatacept direkt vom Fleck weg und die anderen kriegen EPO direkt vom Fleck weg, wenn sie Transfusionen benötigen, zwei bis sechs alle acht Wochen. Und solange sie einen EPO-Spiegel von unter 500 haben, weil man weiß, dass bei einem EPO-Spiegel von über 500 EPO eigentlich nicht mehr wirkt, da kann, man das, da kann man das eigentlich nicht mehr machen. Das heißt also, in dem Fall würde man sowieso Lusbaterzept geben. Interessanterweise ist, man hat eingeschlossen nicht nur Patienten mit Ringsideroblasten, Luspaterzept ist ja zurzeit zugelassen für ähm, <köhnt> MDS-Patienten mit Ringsideroblasten, <köhnt> sondern man hat es auch äh, eingesetzt bei Patienten ohne Ringsideroblasten. Und da war eigentlich bisher immer EPO der Hauptwirkstoff. Äh, Und der primäre Endpunkt, also man, wenn man eine Studie macht, muss man am Anfang immer sagen, was willst du erreichen? Man kann also sagen, ich möchte drei Meter weit springen, und dann wird gesagt, erreichst du diesen Endpunkt mit deinen neuen Schuhen? Und äh, dann, äh, wenn man dann 2,86 Meter springt, dann ist dieser Endpunkt nicht erreicht. Dann ist das, sind die neuen Schuhe sozusagen durchgefallen. Wenn man jetzt sagt, ich springe 3,10 Meter, dann, dann, dann sagt man, aha, mit diesen Schuhen bist du 3,10 Meter gesprungen. Dieses Medikament ist also, oder diese Schuhe sind also wirklich der Beweis, dass man mit diesen Schuhen weiter springt. Jetzt gibt es immer, vielleicht kann ich das mal so sagen, natürlich auch. Ähm, Faktoren die da reinspielen können es könnte ja auch Rückenwind geben ne? dass man deshalb drei Meter zehn gesprungen ist oder es könnte sein dass die Bahn ein bisschen abschüssig ist und das mal, war man schneller oder man könnte sagen, ähm äh, äh, beim einen hat es geregnet und es war kalt und die Muskeln waren kalt und beim anderen äh, war das Wetter besser und er ist weiter. Es gibt also sogenannte Confounding Factors, also Faktoren, die da mit reinspielen wollen. Und deshalb macht man es randomisiert. Also der Arzt weiß nicht, was der Patient bekommt, der Patient weiß nicht, was er bekommt. Äh, das wird verblindet, sodass man also nicht diese Confounding Factors, diese diese Ver Verzerrungsfaktoren dann möglicherweise raushält. Und der primäre Endpunkt war hier also nicht drei Meter weit springen, sondern dass eine Transfusionsfreiheit für mindestens zwölf Wochen auftritt, gleichzeitig auch noch der Hämoglobinwert ansteigt um mindestens 1,5 Gramm. Das heißt also Patienten kamen rein, waren transfusionsbedürftig, dann haben die meistens einen Hämoglobinwert von 7,5 oder was und jetzt bekamen die das Medikament. Und dann sollten sie mindestens zwölf Wochen nicht transfusionspflichtig sein. Und der Hämoglobinwert soll zum Anfang der Studie auch noch 1,5 Gramm ansteigen, also dann auf 9 gehen oder 10 oder so. Und es gab sekundäre Endpunkte, die wurden auch definiert, also noch längeres äh, äh, noch längere Freiheit der Transfusion oder Übergang in akute Leukämie und das wurde auch alles gemessen. Das wurde am Anfang definiert und nachher gemessen. Ja, dann machen wir mal weiter und Sie sehen also, die durchschnittliche Behandlungsdauer mit Luspaterzept war 50 Wochen versus 37 Wochen mit EPO. Das bedeutet also, da sehen Sie schon irgendwie, die Leute mit EPO haben nicht so lange durchgehalten. Die, äh, das Erreichen des primären Endpunktes, also der HB ist angestiegen und die Leute waren zwölf Wochen transfusionsfrei, war 60 Prozent bei Luspaterzept und etwas mehr als die Hälfte bei EPO. Das heißt also, Sie können da schon sehen, aha, scheinbar ist es, hat das mit dem Lusparterzept besser funktioniert. Und Sie sehen, dass es auch Subgruppen gibt, nämlich Patienten, die SF3B1 mutiert sind. Das ist ein Molekül. Wenn man das mutiert hat, hat man sogenannte Ringsideroblasten im Knochenmark. Das war bei 70 Prozent äh, äh, der, der Patienten der Fall. Ähm, Insgesamt muss man sagen, also in der Gesamtgruppe waren über 70 Prozent der Patienten hatten diese, diese, diese Ringsideroblasten. Und Sie sehen, was da herausgekommen ist. Also bei, bei denen mit Ringsideroblasten funktionierte äh, der primäre Endpunkt, also das Ergebnis, dass man so lange behandlungsfrei war, in 70 Prozent unter Luspaterzept, in 30 Prozent unter Epo. Äh, bei den Nicht-Mutierten also keine Ringsidroblasten. Da schnitt EPO besser ab. Da gab es kaum noch einen Unterschied zwischen EPO und Luspaterzept. Bei EPO-Spiegel unter 200 war EPO auch ganz gut mit 40 aber Luspaterzept sogar 66 Prozent. Bei EPO über 200 sehen Sie, da hat das EPO fast gar nichts mehr gebracht. Da, war, da hat das nur noch bei 10 der Patienten geholfen. Gehen wir mal weiter. Also, vielleicht. Hier, werden, hier sehen wir es auch nochmal. Jetzt ist das in Balken dargestellt, genau das, was ich gesagt habe. 60 Prozent von allen Patienten haben angesprochen, 34 oder 35 Prozent von allen Patienten mit EPO haben angesprochen. Wenn Sie jetzt in die Subgruppen gehen, Patienten, die weniger als vier Einheiten Blut brauchten, waren 66,9 Prozent mit Luzpaterzept haben angesprochen, versus 43 Prozent mit EPO. Patienten, die mehr Transfusion brauchten, waren schwieriger zu behandeln. 50 Prozent mit Luspatazept haben angesprochen, 20 Prozent mit EPO. Die einzige Gruppe, wo das jetzt nicht mehr so war, war die Patienten ohne Ringsidroblasten. Da sehen Sie, dass EPO genauso gut abgeschnitten hat wie Luspatazept. Also bei Patienten ohne Ringsidroblasten sehen Sie, dass die Transfusionsfreiheit für mindestens zwölf Wochen mit EPO genauso gut erreichbar war wie mit LuSpaTerzept. Ein zweiter? Ich würde noch mal ganz kurz eine Folie zurückgehen. Da habe ich nämlich noch eine Frage. Die durchschnittliche Behandlungsdauer, das bedeutet, dass es die Zeit, solange wie das Medikament gewirkt hat? Nee, oder... solange wie das Medikament gegeben wurde. Mhm. Und warum wurde es nicht mehr gegeben? Na, meistens, weil es nicht mehr gewirkt hat. Oder aber weil der es, Patient Nebenwirkungen hatte. Mh. Das könnte ja auch sein. Aber das heißt, die Zeit, wo der Patient das Medikament vertragen hat und es hat gewirkt. Genau. Okay. genau. Das ist also ein gemeinsamer Punkt. Das heißt, wenn Sie es entweder, Sie könnten hier ein Medikament haben, das bei 100% der Patienten wirkt, aber keiner verträgt es. Dann würden Sie es einmal geben, durchschnittliche Behandlungsdauer wäre eine Woche und dann wäre es Schluss. Dann würden, hätten alle angesprochen, aber. Keiner hätte es vertragen und dann klar. Mhm. Oder Sie haben ein Medikament, das wirkt in der Hälfte der Fälle, aber wird blenden vertragen. Das heißt genau. also, Sie geben das immer weiter und bei 50 Prozent der Patienten wirkt es. Dann haben 50 Prozent der Patienten haben eine Wirkung und die dauer, dauert mhm. ewig an, aber eben nur 50 Prozent, weil in den anderen 50 Prozent wirkt es nicht. Das ist also ein gemeinsamer Endpunkt mhm. von Wirkung und Verträglichkeit. Okay, danke. So, und äh, äh, wie gesagt, das ist jetzt im Grunde in Zahlen nochmal dargestellt genau das Gleiche. Sie sehen aber, die Transfusionsfreiheit für größer zwölf Wochen war also bei Luis in 68 Prozent, bei äh, äh, Transfusionsfreiheit von 24 Wochen. Bei 47, also 50 Prozent, immerhin ein halbes Jahr transfusionsfrei durch dieses Medikament in 50 Prozent der Patienten ist ja gar nicht so schlecht. Wie viele Patienten haben eine akute Leukämie entwickelt? Drei Prozent in jeder Gruppe. Das heißt also, das ist der natürliche Übergangs-, die Übergangshäufigkeit. Wir brauchen also keine Angst zu haben, dass Luspatercept oder EPO irgendwie schlechter ist als der Vergleich, dass das zu mehr Übergängen zu AML führt. Und äh, gab es Nebenwirkungen? TEAE -E, Treatment Emergent Adverse Events, behandlungsbedingte Nebenwirkungen. Ja, die gab es. 98% mit Luspaterzept und 92% mit EPO haben gesagt, ich hatte eine Nebenwirkung. Das kann sein: Kopfschmerzen, das kann Schwäche sein, das kann Bluthochdruck sein, das kann Anämie sein, das kann Durchfall sein und so weiter. Und Sie sehen, da gab es leichte Unterschiede. Äh, bei Durchfall zum Beispiel, es gab mehr Durchfall bei Luspaterzept als bei EPO. Es gab mehr Schwäche bei Luspaterzept als bei EPO. Es gab mehr Bluthochdruck bei Luspaterzept als bei EPO. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, was bedeutet das eigentlich, diese Nebenwirkungsrate? Wenn jetzt nur die Schwäche bei den 30 Prozent auftritt, bei denen die Erkrankung sowieso nicht, wo, wo die Behandlung sowieso nicht gewirkt hat, dann ist es ja irgendwie verständlich. Und beim EPO können Sie sagen, die Leute hatten keine Schwäche. Es hat, wenn es aber auch nicht geholfen hat, dann hilft es Ihnen auch nicht, dass Sie keine Schwäche hatten, sondern Sie sind einfach nur auf demselben Niveau. Das ist immer ein bisschen schwierig, die Nebenwirkungen miteinander echt vergleichen zu können. Aber... Ich glaube, insgesamt ist wichtig, gerade drei oder vier, also schwere Nebenwirkungen waren bei Luspaterzept 58 versus, ich sage jetzt mal, 50 bei Epoetin, da scheint es keinen zu großen Unterschied gegeben zu haben. Und schwere Nebenwirkungen waren insbesondere zum Beispiel so Sachen wie der Hämoglobinwert kommt nicht hoch oder der... Kommt hoch, geht aber wieder runter und sie müssen dann transfundiert werden. Der Patienten hat, er hat dann Luftnot oder sonst irgendwas. Solche Sachen. Und da muss man sagen, das scheint in etwa gleich zu sein. Also, Luspatacept scheint jetzt zumindest in dieser Erhebung jetzt keine schwergradigen äh, oder kein erheblich verschlechtertes Nebenwirkungsprofil zu haben als äh, äh, Erythropoetin. Wobei man hier vielleicht auch nochmal sagen muss, dass bei den Nebenwirkungen wirklich alles erfasst werden muss, was im Rahmen dieser Therapie ähm, auftritt. Also ich habe mich erst auch gewundert, wie kann man von Epoetin oder äh Covid-19 kriegen, also dass das direkt zusammenhängt. Aber das ist bei den Patienten wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Studie aufgetreten. Es wurde mit aufgenommen. Aber wir haben ja hier auf der linken Seite nochmal die relevanten. Also die wirklich in einem Kontext mit der Behandlung gebracht werden können. Genau. Also der Arzt muss einmal alle Nebenwirkungen aufschreiben und zweitens die, die er für möglicherweise mit dem Medikament in Beziehung stehenden Nebenwirkungen hält. Und das sind dann die sogenannten relevanten auf der rechten Seite. Und da sehen Sie, dass das dann natürlich schon ein bisschen zusammenschrumpft. Ne? Und auch die Prozentzahlen sind ein bisschen unterschiedlich. Also sind dann auch nicht alle, also es kann ja auch sein, dass man ähm, Diarrhe hat, weil man was Schlechtes gegessen hat und dann, also sowas wird dann auch nochmal aussortiert bei, oder entsprechend gekennzeichnet bei den Nebenwirkungen. Absolut richtig. Gut, also Fazit: Lusparterzept erhöht die Hämoglobinwerte und verlängert die Ansprechdauer bei transfusionspflichtigen Patienten mit Niedrigrisiko-MDS. Bedeutet das jetzt, dass, wenn Sie Niedrigrisiko-MDS haben, Sie auf jeden Fall Lusparterzept kriegen müssen? Nein, das bedeutet es nicht. Denn wenn Sie jetzt nicht transfusionsbedürftig sind, das heißt, Sie haben noch überhaupt keine Transfusion bekommen, dann gehören sie ja gar nicht in diese Studie. Und dann kann Ihr Arzt durchaus entscheiden, dass er ihnen Erythropoetin gibt, wenn Ihr Epospiegel zum Beispiel unter 200 liegt. Weil dann haben sie eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit von etwa 75 Prozent, das Sie ansprechen. Und weil wir wissen, dass die Nebenwirkungsrate sehr gering ist, können Sie trotzdem EPO kriegen. Wenn Sie aber schon transfusionspflichtig sind und haben ringsiroblastische Erkrankung, dann ist mit Luspaterzept ihnen jedenfalls sehr gut geholfen. Es scheint so zu sein, dass die Nebenwirkungsrate auf dem Niveau liegt wie in etwa, sage ich jetzt mal, Erythropoietin. Aber ich denke, die, also aus der Erfahrung in Gesprächen mit Patienten, die eins von den Medikamenten bekommen, ist es, glaube ich, so, dass man halt nicht groß, also nicht probieren kann, also erstmal das eine, dann das andere oder hin und her wechseln kann, sondern das sind ja auch wirklich sehr langfristige oder Behandlungen. Und da muss vorher wirklich genau abgewogen werden, was ist jetzt dran und es ist ja auch die Möglichkeit, wenn das Epoetin erstmal wirkt, eine Zeit lang, dass man danach dann auch noch auf Nussbatterzept umsteigt. Selbstverständlich. Gut, dann haben wir jetzt noch den, den letzten Beitrag. Hier geht es jetzt um ähm, Hochrisiko MDS, also um die Behandlung von Hochrisiko MDS. Ähm, da ist es so, da gibt es ähm, Behandlungen, die allen, also alle nur für ein immer nur für einen Teil der Patienten wirken, auch zum Teil mit vielen Nebenwirkungen verbunden sind. Und daher gibt es auch immer wieder die Versuche. Also es wäre natürlich schön, wenn es ein völlig neues Medikament, einen neuen Ansatz gibt, der jetzt richtig das an der Wurzel anpackt. Also, das hat man ja auch in der Grundlagenstudie gehabt mit den inflammatorischen Sachen, dass das vielleicht auch ein Zukunftspunkt ist. Aber es wird eben auch daran geforscht, wie Medikamente gemeinsam wirken, also dass man Medikamente kombiniert. Und da haben wir jetzt hier die, die Verbindung von Azacitidin und Venetoclax. Also da hat sich gezeigt, dass das einen Synergieeffekt gibt, dass die Patienten da einen besseren Erfolg haben. Und da wollen wir jetzt nochmal drauf schauen. Jawohl, genau richtig. Also Patienten die ähm, ein Hochrisiko-MDS haben, also viele Blasten, vor allem Patienten mit vielen Blasten, die könnte man ja entweder mit einer Chemotherapie behandeln oder man könnte sagen, man gibt Azacitidin. Wir wissen, dass Azacitidin wirksam ist, aber nicht bei allen Patienten. Und wir wissen, dass Patienten, die langfristig Azacitidin kriegen und nicht transplantiert werden können, dass die eigentlich nur so ein ich sage jetzt mal, äh, also jetzt nicht ewig leben können damit, sondern man muss das ja jeden Monat geben. Und wenn man das jeden Monat gibt, dann weiß man, dass äh, immerhin 50 Prozent der Patienten so etwa nach zwei Jahren nicht mehr am Leben sind, wenn sie die ganze Zeit immer nur äh, Azacetidin bekommen. Und. Ähm, Jetzt hat man die Untersuchung gemacht. Kann man durch eine Kombination von Azacitidin mit einer anderen, mit einem anderen Medikament kann man da möglicherweise eine Verbesserung des äh, Überlebens und der krankheitsfreien Zeit erreichen. Und da hat man sich Venetoclax herausgesucht. Warum? Weil Venetoclax in der ähm, akuten Leukämie bereits eingesetzt worden ist, in Kombination mit Azacitidin. Und das hat eigentlich sehr gut gewirkt. Und da hat man gesagt, okay, also, wenn die beiden zusammen bei der akuten Leukämie gut helfen, machen wir es auch beim Hochrisiko-MDS. Man hat sich also 110 Patienten genommen, hat den Patienten 400 Milligramm Venetoclax gegeben, an 14 Tagen, und das Azacitidin ganz normal an sieben Tagen, einmal sozusagen an sieben Tagen im Monat. Und die Frage, primärer Endpunkt wieder, man hat also definiert, wir wollen drei Meter oder drei Meter fünfzig weit springen. Hier war der primäre Endpunkt, wie viele Patienten kriegen ein sauberes Knochenmark hin. Und die sekundären Endpunkte, hat man gesagt, zusätzlich wollen wir auch noch wissen, wie ist die Ges Gesamtansprechrate, wie lange ist die Dauer. Der kompletten Remission, dass das Knochenmark auch sauber bleibt, wie häufig gehen die Patienten doch noch in eine akute Leukämie über und so weiter. Das wollte man alles wissen. Und das hat man hier untersucht bei Patienten, die über 18 Jahre alt waren und die ähm, eine fortgeschrittene Erkrankung schon hatten. Und Sie sehen, das waren im Schnitt Patienten von im Alter von 68 Jahren, die überwiegend, nämlich zu zwei Dritteln, ein intermediäres oder schlechtes zytogenetisches Risiko hatten. Also das sind schon Patienten, bei denen auch in den Genen schon einiges einiges passiert sind und neun, einiges passiert ist, und 90 Prozent dieser Patienten hatten über 5% Blasten. Und ähm, diesen Patienten hat man Azacitidin gegeben in Kombination mit Venetoclax und Sie sehen, dass 30 Prozent dieser Patienten eine komplette Remission erreicht haben. Das heißt also, das Knochenmark ist komplett sauber geworden. Jetzt werden Sie fragen, naja, wie wäre das denn gewesen, wenn Sie jetzt nur Azacitidin bekommen hätten? Und da wissen wir aus anderen Studien, dass da die Remissionsrate, also die komplette Remissionsrate bei etwa, bei etwa 15 Prozent liegt. Also hier hat sich die komplette Remissionsrate verdoppelt. Das ist schon was, aber natürlich 70% haben nicht mit kompletter Remission angesprochen. Bedeutet also, so ganz der große Durchbruch ist es jetzt nicht. Nach zwölf Monaten lebten noch 70 Prozent der Patienten. Bedeutet also, wir haben ähm, 30 Prozent der Patienten, die innerhalb eines Jahres verstorben sind, bedeutet auf der anderen Seite nicht, dass die alle an der Erkrankung verstorben sind, sondern es gibt auch Patienten, die an anderen Sachen versterben natürlich. Aber trotzdem muss man sagen, nur 70 Prozent leben nach zwölf Monaten und nur 50 Prozent nach 24 Monaten. Das ist natürlich dann. Eine Behandlung, die man machen kann, mit der man dem Patienten sicherlich auch besser hilft als mit Azacetidine alleine. Aber es ist jetzt noch nicht der große Durchbruch. Also bei einem jüngeren Patienten, der die Option einer Transplantation hat, ist es sicherlich nicht gerechtfertigt zu sagen, wir machen Azacetidine plus Venetoklax und dafür transplantieren wir nicht. Sondern wir müssen sagen, wenn wir Azacetidine und Venetoclax machen, dann haben sie eine Wahrscheinlichkeit des Überlebens von 50 Prozent auf zwei Jahre. Das ist für einen jungen Menschen zu wenig. Wir transplantieren sie. Wer ist jung? Ich sage mal so, man ist so jung, wie man sich fühlt. Also bis 65 oder 70 kann man durchaus sagen, wir machen eine Knochenmarktransplantation, wenn der Patient in gutem Allgemeinzustand ist. Dann gehen wir zur nächsten Folie. Und da sehen wir also, was... Ist dann passiert? Wie ist es dann also weitergegangen? Sie sehen also, 60, 60 Prozent also der Patienten haben Venetoklax und Aza gekriegt und dann hinterher noch eine Folgebehandlung bekommen, unter anderem TX-Transplantation. Unter anderem sind sie transplantiert worden. Also sehen, auch die Ärzte haben gesagt, also das ist jetzt hier nicht was für die Ewigkeit, sondern sobald wir sehen, dass dem Patienten gut genug geht, machen wir die Transplantation. Immerhin, Post-Baseline-Ti, also Transfusionsfreiheit, Transfusion-Independence nach Anfang der Behandlung waren 60 Prozent für Erythrozyten und 70 Prozent für Thrombozyten. Das sind schöne Zahlen. Äh, Nebenwirkungen 100%, Grad 3 oder mehr 94%. Das ist jetzt keine ganz einfache Therapie. Die meisten Patienten fallen mit den weißen Blutkörperchen ab, sehr stark so dass man auf die aufpassen muss fallen mit den Blutplättchen ab sehr stark so dass man auf die aufpassen muss und das ist bei 94 Prozent der Patienten so also es gibt kaum einen Patienten wo man sagt ich habe das gegeben dem ging es von Anfang an bestens der hat keinen Abfall der Blutzellwerte gehabt der hat keinen Abfall der Blutplättchen gehabt der hat keine Infektion gehabt der hat gar nichts gehabt das sind nur sechs Patienten Sechs der Patienten, 94% der Patienten werden irgendwelche Nebenwirkungen entwickeln. Das sind, da steht zwar schwere Nebenwirkungen, aber das heißt nicht, dass es so schwere Nebenwirkungen sind, dass man das irgendwie mit, mit körperlicher Einschränkung erlebt, aber zum Beispiel, dass die Blutkörperchen so stark abfallen, dass man äh, Antibiotika einnehmen muss, oder dass man äh, Fieber entwickelt. Und Fieber über 38,5 Grad und auch da Antibiotika einnehmen muss, das wären diese schweren Nebenwirkungen. Ein Punkt, der mir gerade noch aufgefallen ist, ist dieser zu Studienbeginn Transplantationsunfähige Patienten, die eine Transplantation erhalten haben. Das bedeutet, durch die Behandlung sind Patienten, also 17 Patienten, das sind ja über 15 Prozent immerhin, sind soweit mobilisiert oder in der Gesundheit verbessert worden, dass dann abgeschätzt wurde, eine Transplantation ist realistisch hat realistische Erfolgsaussichten. Richtig. Also wie gesagt, also das Medikament ist schon, das ist schon eine wirksame Kombination und 15 Prozent etwa der Patienten konnten eine Transplantation erhalten oder erreichen, auch wenn sie am Anfang eigentlich, wo man gesagt hat, nee, nee, den wird man nicht transplantieren können, hat man den hinterher so weit bekommen, dass man sagt, jetzt dann doch. Mhm. Und das ist, also, es wird ja hier mal eine relativ kleine Patientengruppe mal untersucht. Ist natürlich für die Patienten oder auch für mich wäre das jetzt ein Punkt, wo ich sagen würde, wo kann man unterscheiden oder kann man vielleicht auch vorhersagen, in welche Gruppe man reinfällt? Also, würde die also die eine Vorhersagen, ob jetzt die Transplantationsfähigkeit erreicht wird mit dem Medikament an bestimmten, also wie zum Beispiel mit dem ePSSR-Score oder mit anderen Vorgeschichten, aber das ist wahrscheinlich in der Studie jetzt nicht. Also interessanterweise ist das in der Studie sogar untersucht worden Aha. und man hat gesehen, dass es gar nicht so sehr vom Risiko abhängt. Die meisten Patienten waren ja IPSSR, Hochrisiko oder sehr hohes Risiko, die da reingekommen sind. Hängt aber gar nicht so sehr vom Risiko ab, äh, ob sie ansprechen oder nicht, sondern das ist wirklich ähm, eine Frage der Erkrankung selbst. Äh, wie ist die Erkrankung, wie ist ihre persönliche Fähigkeit, eine Therapie durchzuführen. Und wie sind die Nebenwirkungen auch? Das heißt also Infektionen, Lungenentzündungen oder sonst was, die, die auftreten. Aber im Grunde, diese Therapie mit Venetoclax und Azacitidin ist schon so, dass man sagen kann, äh, die Patienten können, egal mit welchem Risiko behandelt werden, also auch Patienten mit Hochrisiko-Zytogenetik da muss man nicht sagen, für sie bringt das leider nichts, sondern man kann sagen, ja, auch sie können damit behandelt werden und auch sie kann man dann hinterher zur Transplantation bringen. Also, ich glaube, man muss auch also gerade die guten Seiten dieser Therapie hervorheben, dass das jetzt erstmalig eine Therapie ist, wo man das Gefühl hat, dass mehr Patienten dann hinterher auch in die Transplantation geschubst werden können. Das ist, glaube ich, schon, also, das ist ja für viele Patienten, die dann drauf hoffen und sagen, ich würde ja gern, aber es geht halt nicht. Und wenn das eine Option ist, denke ich, ist das auch eine gute Auswirkung. Und hier sieht man dann auch, was passiert. Also die grüne Kurve sind Patienten, die eine komplette Remission erreicht haben, wo das Knochenmark also ganz sauber geworden ist. Und da sehen Sie da... Wir nennen das ein Plateau. Das heißt, da gibt es eine Kurve, die dann irgendwann mal nicht mehr weiter abfällt. Das nennt man das sogenannte Plateau. Die fällt erst und hinterher ist sie immer gleich. Das heißt, diese Sternchen, die Sie da sehen, die schwarzen Pünktchen, die Sie auf der Kurve sehen, das sind alles Patienten, die noch leben und bei denen dann nichts mehr passiert. Das heißt also offensichtlich gibt es eine ganze Reihe von Patienten, die leben und leben und leben und leben und leben unter dieser Therapie immer weiter und äh, denen geht es den geht es ganz gut wenn sie jetzt patienten haben die mh, ein sauberes knochenmark bekommen ähm, aber bei denen die, die, ähm, die blutzellwerte sich nicht normalisieren oder nicht verbessern das wäre die violette kurve ja dann sehen sie da läuft die kurve schlechter, die läuft, die läuft tiefer. Das heißt, nur weniger Patienten erreichen äh, Langzeitüberleben. Sagen wir mal jetzt 48 Monate, 50 Monate, 56 Monate. Das ist weniger als in der grünen Kurve. Die Kurve liegt niedriger, deshalb sind das weniger Patienten. Also es kommt schon, ist natürlich schon schön, wenn sie eine komplette Remission erreichen. Also das Knochenmark ist ganz sauber geworden. Das, das, das hat schon einen besonderen Effekt auch auf die Überlebenszeit. 90 Prozent der Patienten, die eine CR erreicht haben, leben nach einem Jahr. Und, 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 und wenn Sie jetzt mal hier gucken, 56 Monate, das ist dann schon auf der grünen Kurve, sehen Sie, dass 60 Prozent der Patienten immer noch nach 56 Monaten äh, leben. Das ist also äh, das, 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 das zeigt schon, also da gehen sie ja, kommen sie auf ein Niveau, das in etwa dann transplantationsähnlich ist. Bedeutet also, die Leute, die sehr gut ansprechen, die sprechen wahrscheinlich auch langfristig gut an. Ich glaube, das ist das, was man aus der Kurve rauslesen kann. Aber das bedeutet bei dieser Therapie, dass die Patienten dann in Dauertherapie sind also nicht, dass sie bis zum Erreichen der Komplettremission ähm, das Medikament bekommen und dann das dann abgesetzt werden kann. Oder gibt es auch Patienten, die tatsächlich auch die Medikamentenfreiheit wieder erreichen? Nee, also absetzen ist in, dieses, äh, äh, in dieser Studie nicht vorgesehen gewesen. Das ist eine Dauertherapie. Hm. Okay. Ja, und dann kommt wieder die Nebenwirkungsrate. Ich glaube, da können wir uns ein bisschen kurz halten. Natürlich, Azacitidine macht Nebenwirkungen. Sie spritzen das unter die Haut, dann, dann gibt, es schon, gibt es schon Veränderungen oder Sie können Fieber kriegen oder die weißen Blutkörperchen fallen ab und so weiter. Das ist schon relativ, relativ häufig natürlich, aber ich glaube... Wenn man jetzt nichts machen würde, würde die Krankheit natürlich sehr schnell fortschreiten und dann hätte man noch viel mehr Nebenwirkungen. Also insofern muss man das natürlich mit so ein bisschen Einschränkungen sehen. Klar gibt es Nebenwirkungen, aber wenn man dann in eine komplette Remission kommt, dann, dann ist, man, ist man ja am Ende dann doch der große Gewinner. Ne? Und es gibt, gibt eben auch für viele... Mehr Nebenwirkungen. Also wie Übelkeit zum Beispiel gibt es dann auch eine Medikation, die die Patienten ähm, in der Regel bekommen. Also das ist natürlich wieder ein zusätzliches Medikament, aber da wird oft auch gegengesteuert, gerade bei den milderen Nebenwirkungen. Absolut. Das heißt also, Venetoclax und Azacitidin wirkt bei Hochrisiko-MDS-Patienten und das ist sicherlich aber nicht das Ende der Fahnenstange. Wir brauchen noch neue Behandlungsansätze. Wir brauchen noch eine weitere Verbesserung. Wir wollen alle Patienten heilen, nicht nur 50 Prozent oder 60 Prozent oder so irgendwas, sondern wir wollen die Patienten alle ganz gesund werden lassen. Sie haben gehört, jetzt in diesem Kongress arbeitet man ganz früh, also bei den Patienten, die quasi äh, noch gar kein MDS eigentlich haben, da will man schon einsteigen und bei den Patienten mit MDS suchen wir weitere Medikamentenkombinationen, die noch besser wirken als Azacitidine und Venetoclax zusammen. Genau und das ist ähm, jetzt genau nee, damit sind wir bei den bei den Studienthemen jetzt erstmal am Ende. Ich wollte nochmal, also zum Schluss, das ist jetzt wirklich so ein Streiflicht gewesen von dem Kongress. Also es passiert natürlich viel, viel mehr in der Forschung und es werden in jedem Jahr immer bestimmte Sachen vorgestellt. Und das, was Sie sagen, Professor Giorgonides, Ge das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Also wir Patienten hoffen natürlich jedes Mal nach so einem Kongress, dass irgendwann mal jemand die Hand hebt und sagt, ich habe jetzt was, was das wirklich heilen kann. Eine Therapie und es gibt auch Patienten, die sagen, jetzt wird wieder irgendwie nur eine Kombination ausprobiert, man muss sich mal was Neues einfallen lassen. Ähm, aber es ist eben absolut schwierig und ich glaube auch in, in der Zeit vor, vor, den Jahr, äh, vor einigen Jahren gab es das MDS. Heutzutage ist MDS so vielschichtig, so viele verschiedene Gruppen. Also man sieht es ja auch bei den Studieneinschlüssen, dass da immer nur eine ganz ähm, Abgeschlossene Gruppe der MDS-Patienten dazu kommt, also sind mit Ringsideroblasten, sind transfusionsabhängig, sind vorbehandelt oder nicht. Also, das ist, ähm, da war auch, ist auch eine Frage: Wird es also das myelodysplastische Syndrom wurde oder wird jetzt neu benannt oder wurde neu benannt nach myelodysplastische Neoplasien? Ähm, wird es in Zukunft dazu kommen, dass es auch eigene Krankheitsbilder werden im MDS oder wird es weiterhin? als ein Krankheitsbild behandelt? Ich glaube, dass wir in der Zukunft größere Krankheitsgruppen benennen, also myelodysplastisches Syndrom oder myelodysplastische Neoplasie, und dass wir aber unter der Oberfläche ganz viele einzelne Krankheiten haben das heißt also es wird dann mds mit 5q geben und dann wird es geben mds mit sf3b1 und dann wird es geben mds mit ddx41 oder so. Und, und, und diese einzelgruppen, die werden dann spezielle behandlungsansätze haben. Ähm, äh, aber am ende braucht man ja irgendwie eine tüte, in der man das alles trägt, mhm. und das wird das mds bleiben. Ähm, aber die Forschung wird immer individueller und jeder Patient ist ein Individuum und wir brauchen auch ganz individuelle Therapieansätze für jeden unserer Patienten. Genau, also das finde ich ist eigentlich schon ein sehr gutes Schlusswort auch für die Zukunft, also ich bin gespannt, was die nächsten Kongresse bringen werden, was die Forschung in den nächsten hoffen, also besonders gespannt in den nächsten Monaten, aber auch in den nächsten Jahren bringt. Ich von meiner Seite, ich fand es absolut spannend, die Themen äh, zu diskutieren, zu besprechen. Ich finde es auch immer wichtig, dass die Patienten oder ihr, als, Sie als Patienten, als äh, Angehörige oder auch als, in, ja, als Betroffene ähm, in der Lage sind zu verstehen, was mit der Krankheit vorgeht, zu verstehen, was es für Therapieoptionen gibt, was vielleicht auch für Möglichkeiten bestehen, an Studien teilzunehmen. Und da hoffe ich, dass wir mit dem Interview, mit dem Gespräch heute ein Stückchen zum Verständnis beigetragen haben, ein paar Fragen vielleicht beantworten konnten und vielleicht auch ein Stück Hoffnung machen konnten für die Zukunft. Vielen noch? Dank, Herr Menzel. Ja. Hat mir großen Spaß gemacht mit Ihnen. Und ich wünsche allen Patientinnen, allen Patienten, allen Angehörigen, äh, allen Kollegen, und allen anderen, die zugeschaut haben, einen schönen Abend, frohes Weihnachtsfest, guten Rutsch ins neue Jahr und alles Gute für die Zukunft. Das wünsche ich auch allen, da schließe ich mich an. Und ich denke, da möchten wir uns damit verabschieden für den Abend heute und danken vielmals für die Aufmerksamkeit.